Hallo und herzlich willkommen zu Nellys Test. Ich habe heute das Thema Designparkett bei mir auf der Sendeliste, nenne ich es mal. Wir haben nämlich Feinsteinzeug bei uns gelegt. Das ist auch schön und pflegeleicht. Allerdings hat es auch einen Nachteil. Es ist im Winter vor allen Dingen besonders kalt. Da ich keine Heizung habe, keine Fußbodenheizung, habe ich mir kurzerhand überlegt, was kann man machen. Und da fiel mir ein, finde den richtigen Anbieter und du kriegst ganz tolles Fertig-Design-Parkett mit Kork als Zwischenlage, als Einbau sozusagen, als Einbauschicht. Und schon hast du einen neuen Fußboden, der nicht nur wärmt und isoliert, sondern auch noch hygienisch ist und einfach nur schick. Und natürlich. Und natürlich. Wie das Ganze verlegt wird, was man beachten muss, was geht, was nicht geht, das erklärt mir Hilma. Hilma ist nämlich mein Holzgott und wird mir zeigen, worauf man achten muss. Ja, und ich bin schon ganz gespannt. Okay, das hier ist der Ort des Geschehens. Der Boden ist eben, der ist gut vorbereitet, der ist trocken. Was sollte er noch sein? Sauber. Sauber ist er auch. Ja. Und jetzt werden wir sozusagen die Leisten erstmal abmachen. Genau. Und dann kommt eine Dampfsperre. Eine Dampfsperre, habe ich mir sagen lassen, macht man immer dann, wenn der Boden, jetzt kommst du, hygroskopisch ist. Das heißt, er kann Feuchtigkeit aufnehmen, gibt die wieder ab. Meistens ist es ja so, dass das aus der Luft raus zusammengesammelt wird. Und unter so einem Boden, wenn er das dann gleichmäßig immer wieder abgibt, dann hat man irgendwann da Probleme mit der Feuchtigkeit. Das will man nicht. Von daher die Dampfsperre drunter und dann ist gut. Das heißt, wir legen das jetzt als ganze Folie aus und dann können wir loslegen. Genau. Alles klar. Zuerst müssen die alten Sockelleisten entfernt werden. Dafür schneidet Hilma die Acryllippe vorsichtig mit einem Cuttermesser ein. Danach können die alten Leisten ganz einfach mit einem Ruck abgelöst werden. Bevor die Dampfsperre ausgelegt wird, saugen wir noch einmal durch. Kleine Steine oder Schmutz könnten die Folie beschädigen und später für Bauschäden sorgen. Die PE-Folie sorgt außerdem dafür, dass der Boden auf einer gleitfähigen Ebene perfekt schwimmend verlegt werden kann. Hilma, wir haben jetzt die alten Leisten abgenommen, den Boden einmal richtig abgesaugt, damit der Untergrund nicht krümelig ist und diese Dampfsperre ausgelegt. Und zur Beschwerung haben wir uns hier schon mal 4 Pakete hingelegt von dem Designparkett. Dann knirscht es nicht so, wenn wir hier laufen und die Folie bleibt. Wir wollen es verarbeiten und so verrutscht alles nicht mehr. Kurze Wege. Genau. Dann hast du mir noch gesagt, gut ist immer, wenn man die Pakete durchmischt. Ja, letzten Endes können halt von der Herstellung ein bisschen Farbabweichungen von Paket zu Paket sein. Und wenn man die ein bisschen mischt, dann fällt es nachher nicht auf, sondern man kriegt ein gleichmäßiges Rand. Sehr gut. Und das wollen wir ja. Hier sieht man es ganz toll. Unten ist der Kork, hier oben ist das Dekor. Das ist Kaisereiche. Kaisereiche, sieht schick aus. Ja. Sehr schön. Dann wollen wir mal loslegen. Ja. Für exaktes Schneiden verwendet Hilma eine Unterzug-Tischkreissäge. Und für die erste Reihe des Fertigbodens schneidet er die Feder aus der Bohle weg. Hier vorne ist es jetzt durch die Ausarbeitung von dem Klickparkett ja schwächer. Das ist die Federseite und die schneiden wir jetzt weg, damit wir auch am Rand hin das volle Material haben. Damit bekommt der Boden mehr Stabilität. Schließlich wird er schwimmend im Raum verlegt. Das heißt, wir halten einen gleichmäßigen Abstand zur Wand ein, damit der Boden immer frei von Spannung liegt. Dafür benutzt Hilma Abstandshalter, die er nach dem Verlegen wieder entfernt. Bei der ersten Reihe muss hier noch auf die richtige Länge gekürzt werden. Den Schnitt markiert Hilma auf der Unterseite an. Das spart Zeit und ist genau. Zack, ab auf die Säge. Angerissen haben wir ja schon. Man kann ein Parkett kleben oder man kann es klicken. Das hier ist Uniklick und der Vorteil ist? Na, wir können es einfach leimlos ineinander reinklicken, in die richtige Position bringen und dann hält es so. Über die Kurzkanten müssen wir hier so ein bisschen mit so einem Schlagklotz arbeiten, das ganz sachte zusammenschlagen. Damit wir uns die untere Kante hier nicht kaputt machen, habe ich hier in mein Hölzchen einen kleinen Falz reingeschnitten. Zack, ist doch super, oder? Und damit
Schonst du das Material? Jetzt schonen wir das Material und jetzt kriegen wir das so zusammen. Okay. Schlagholz und Zugeisen kann man aber auch im Baumarkt kaufen. Hilmar zeigt hier, womit Bauherren sich alternativ aushelfen können. Am Ende der Wand kommen wir ja mit dem Hammer nicht mehr dazwischen, um jetzt das zusammenzuschlagen. Ich helfe mir jetzt hier mit einer Glaserkelle. Das ist hier so ein Kunststoffmaterial, ist relativ weich und hat jetzt den Vorteil, wenn wir da reinpieken und das so ein bisschen hebeln, dass wir die Bretter nicht kaputt drücken. Hilmar, sag mir doch mal ganz kurz diese grünen Dinger, die du da hast. Genau. Was machen die das genau? Das sind einfach Abstandsklötzchen. Die haben eine definierte Breite. Grün heißt für mich, die sind alle 5 mm dick. Mhm. Das heißt, wenn ich zwei dahinter stecke, halten wir mindestens den Abstand von 10 mm ein. Die der Hersteller auch empfiehlt. Genau. Alles klar. Und das Ganze nennt man schwimmend verlegen. Es wird schwimmend verlegt. Wenn wir fertig sind mit allem, der Boden überall liegt, dann nehmen wir natürlich die Klötzer raus. Und jetzt kann der Boden sich nach außen ausdehnen, zusammenziehen. Deshalb, er kann auf dem Untergrund schwimmen. Sobald die erste Reihe liegt, ist der Anfang gemacht. Der Samoa-Fertigfußboden wird ohne Kleber oder Leim verlegt und hat eine Uniklick-Verbindung. Wie der Name schon erahnen lässt, wird der Boden ineinander geklickt. Ganz einfach. Auch Laien werden so schnell zu Verlegeprofis. Vorsichtig in die Nut rein, sacht runterdrücken. Wenn es dann doch mal ein ganz klein bisschen noch offen bleibt, nehmen wir das berühmte Schlagklötzchen und den guten Hammer und erklären dem Brett, dass es da drin sein soll. Jetzt ist es hier schon fest. Längskante, genau. So, und jetzt verschieben wir das noch die paar Millimeter da in die andere Richtung. Ja, ich drücke hier so ein bisschen runter. Vorne runterdrücken, genau. Dann geht es leichter rein. Dieses Designfertigpaket ist von der Firma KWG Bodendesign. Die haben sich auf Parkettböden und wirklich anspruchsvolle und schöne Fußböden spezialisiert. Und die Vorteile aus dieser Samoa-Reihe sind zum einen die Beanspruchungsklasse, die liegt im Wohnbereich bei 23 oder für Objekte bei 32. Die Vorteile sind ganz klar, es ist strapazierfähig, fußwarm, dauerelastisch, wärmeisolierend. Die Schall- und Trittschallisolierung ist hier gleich mit integriert. Es ist antistatisch und vor allen Dingen ist es für Allergiker geeignet. Der blaue Engel ist mit drauf, dieses Gütesiegel kriegt nicht jeder. Diese Samoa-Fertigpaket-Reihe, die hat noch so ein Hotcoating obendrauf. Es ist so eine Art Versiegelung, das ist ganz modern gerade, kann also ein bisschen mehr passieren, gerade wenn Kinder unterwegs sind und mit ihren Bauklötzern irgendwo gegenhauen. Das Material ist einfach widerstandsfähiger. Das haben wir hier alles mit drin. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier unten die Bekleidung so wegschneiden, dass wir das Parkett unten drunter schieben können. Weil wir haben ja eine schwimmende Verlegung, das heißt, das Parkett kann sich bewegen. Natürlich super schick. Damit entsteht dann nur eine Fuge zwischen, also von oben. Und da kann nichts passieren. Wenn wir es jetzt außen um die Türzarge rumschneiden würden, dann wird diese Fuge unter Umständen richtig groß oder zu klein oder wie auch immer. Und damit hast du dann halt dauerhaft da ein Problem. Ich mach mal den Staub weg. Ja, alles klar, danke. Um den Fertigboden unter der Bekleidung zu verlegen, nutzt Hilmar einen Feinmulticutter. Der Fertigboden dient als Schablone. Dann stimmt auch gleich die Höhe. Der nächste Arbeitsschritt ist die Übergangsleiste. Das Parkett endet ja hier innen in der Tür. Genau, und zwar machen wir das so, dass es unter der Tür aufhört, genau. Damit bei geschlossener Tür nur Parkettboden zu sehen ist. Während wir von der anderen Seite durch die Länge dieses Übergangsprofil kriegen wir das nicht ganz verdeckt. Mhm. Aber am Ende wird es nachher so ein bisschen rausgucken. So sieht es nachher aus. Das sieht gut aus. Die Übergangsleiste wird fest am Boden verschraubt, damit sich nichts verschiebt. Schließlich müssen hier 11 mm Höhenunterschied zwischen neuem und altem Boden ausgeglichen werden. Wichtig, auch an der Übergangsleiste muss der Abstand von 1 cm zum Rand eingehalten werden. Ich habe mir noch mal ein bisschen Farbe geholt, denn bevor wir nachher die Abschlussleisten ranmachen, wenn die letzten Meter hier noch verlegt sind, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, das jetzt zu machen, wo noch der Platz dafür ist. Und das komplette Streichen kann man dann später noch machen, aber da muss man die Leisten nicht noch mal extra abdecken. Beziehungsweise, ich glaube, das ist einfacher. Wir gucken mal. Ich finde es faszinierend, was heute alles geht. Und mit dieser Hot-Coating-Oberflächenvergütung hat man auch noch mal einen ganz großen Pluspunkt gewonnen, denn der Boden bleibt widerstandsfähiger gegen
UV-Strahlung, er bleibt widerstandsfähiger gegen Abrieb- und Abnutzungsspuren, er ist stoßfester und das sind alles für mich Eigenschaften, die ein Boden haben sollte, wenn man ihn denn neu verlegt. So sieht der Raum fertig aus. Ganz, ganz große Klasse. Nach wenigen Stunden. Was jetzt noch fehlt, sind die Sockelleisten. Genau. Die sind das i-Tüpfelchen des Verlegens. Die machen sozusagen den Rahmen erst komplett. Richtig. Und da haben wir so eine Klick-Dinger und da werden die raufgeschnappt. Genau. Sag ich mal. Wir gucken uns das an. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen die Plastikfolie, die PE-Folie abschneiden. Das Parkett ist 12 mm, der Zollstock 22 mm. Drei soll man mindestens hochlegen, also 3 cm. Das heißt, wenn ich hier anfange zu schneiden, haben wir jetzt etwas mehr als 3 cm und damit alles eingehalten. Jetzt ist die Folie schon ab. Weiter rutschen. Die PE-Folie dient als Dampfsperre. Durch sie sollen feuchte Schäden verhindert werden. 0,2 mm dick, so stark sollte die Folie mindestens sein und 3 cm hoch der Wand entlang verlegt werden. Das ist jetzt die Sockelleiste, da schneiden wir jetzt die Gehrungen ran, dass es dann eben richtig passt. Zum Befestigen der Sockelleisten verwendet Hilmar ein Clip-System. Vorteil: die Leisten müssen nicht geklebt werden. Und ein Kabel findet auch noch darin Platz. Dübel habe ich. Super, rein da und dann kann man den gleich festmachen. Das ist klasse. Made in EU Clip-System für unsichtbare Leistenbefestigung. Anzeichnen, anbohren, Dübel rein, Schraube fixiert und raufgeklickt. So kommen die Leisten ran. Runter. So machen wir jetzt weiter. Wir schrauben die alle an und dann klicken wir alle Leisten rauf. Genau. Einfacher geht's gar nicht. Je laufenden Meter reichen 3 bis 5 Befestigungsclips für einen sicheren Halt und eignen sich für Leistenprofile von 40 bis 100 mm Höhe und 14 bis 22 mm Stärke. Leichte Unebenheiten im Mauerwerk werden so mühelos ausgeglichen. Alle Leisten dran, weil das sieht richtig schick aus. Ja, freu mich. Und ich bin ganz beeindruckt, wie toll das mit diesem Klicksystem geht. Also es ist wirklich eine große Hilfe und auch eine Variante für alle, die sagen, nee, muss jetzt nicht mit Silikon sein oder mit Kleber, sondern vielleicht wenn so ein Kabel hinten noch liegen soll, das ist schon ganz praktisch, ist auf jeden Fall eine Variante. Wir sind total happy, dass wir den Boden jetzt fertig gelegt haben. Das war der Samoa Design fertig Parkett Boden mit Hot Coating und wir sind mit dem Ergebnis sehr, 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 sehr zufrieden. Wer also Lust bekommen hat, zu Hause selber Hand anzulegen, ist überhaupt kein Problem. Mit so einem Klick-Fertig-Parkett ist das wirklich easy. KWG ist der Hersteller, da einfach mal auf der Internetseite nachschauen, wenn noch Fragen sein sollten, einfach mailen und ansonsten. Tschüss. Danke dir für deine Hilfe. Gerne, Spaß immer. Tschüss.